Hallöchen, Popöchen, wie geht's, wie steht's? Wir sind jetzt am Ende angekommen bei der Lionel Taste of Excellence Serie. Die zwei habe ich ja schon vor langer, langer Zeit reviewed. Und jetzt gehen wir hier zu Terre Rouge. Terre Rouge, geschrieben, heißt so viel wie rote Erde, deswegen auch die rote Vanille hier. Und das ist die allerkräftigste Lionel, die es gibt, ja. Wirklich die kräftigsten Ligero-Sorten haben sie rausgesucht. Von Ometepe stand jetzt leider nichts groß dabei. Werde ich ja nachher sehen. Sie soll aber trotzdem recht pfeffrig, würzig sein. Und du hast ein etwas dunkleres Cuban Seed, also kubanisches Saatgut, was in Nicaragua gezogen ist. Und ja, sieht im Vergleich zu den anderen Lionel ein bisschen matter aus vom Deckblatt her. Also das glänzt nicht so. Ja, und vom Geruch her direkt Pfeffer in die Nase, ein bisschen Richtung Stall, ein bisschen speckiges Leder. Irgendwie so Kutsche, wenn du mit der Pferdekutsche fährst. So diese Striemen, diese Lederstriemen und diese Fasern und aber schon sehr, sehr, sehr pfeffrig. Das bleibt jetzt auch noch nach wie vor in der Nase, dieser Pfeffer. Und ja, bin ich gespannt. Die letzte Lionel war eine schöne Serie und aber auch die stärkste gleichzeitig dazu. Ja. Vom Kaltzug her ist sie allerdings etwas milder. Sogar leicht süßlich, sehr interessant. Natürlich ein bisschen Zedernholz, merke ich auch. Bin ich echt gespannt, so die ersten Züge, wie die so rüberkommen werden. Kommt witzigerweise cremiger daher wie die alle anderen, die sehr cremig sein sollten. Nein, so ein Hauchcreme ist da, so eine Hauchsüße. Und auch jetzt angezündet finde ich sehr kernig, leicht nussig, ein Hauch Kaffee, Zedernholz natürlich, Pfeffer, Würze, aber jetzt nicht zu krass. Also der Kaltgeruchtest war deutlich würziger als jetzt letztendlich angezündet. Allerdings habe ich das Gefühl, sie möchte das Feuer noch nicht so annehmen. Das Rauchvolumen ist recht gering. Schöne, angenehme Würze. Ähnlich wie die P-Serie. Aber ich finde, das würzige, pfeffrige war bei der P-Serie für die ersten ein, zwei Minuten ein bisschen unangenehm, würde ich jetzt mal sagen, weil es so punktuell war, irgendwie komischerweise. Und hier ist es zwar ja, großflächiger, die Würze im Mund und auf den Lippen, aber irgendwie angenehm, ich weiß auch nicht. Macht was her. Aber man merkt schon, dass der Pfeffer so langsam auch von der Intensität an sich her, nicht von der Fläche her, sondern Intensität her, auch sich so ein bisschen steigert jetzt. Ja, Rauchvolumen ist noch nicht so da. Ansonsten dieser erste cremige Moment ist fast schon weg. Das ist noch so eine gewisse Butterigkeit auf den Lippen, aber das geht eher jetzt Richtung Neutralität, was das angeht. Also es wird neutraler, ein bisschen trockener, ein bisschen ledriger. Ja, also hat einen kernigen, würzigen, angenehmen Geschmack. Erinnert so eher an die Rare. Ist ja dann die zweitstärkste, denke ich. Die hat 3 von 5. Und die hier soll 4 von 5 haben. Ja, kann man hier bis jetzt zumindest nachsagen, dass sie schon ein ordentliches Würzpaket darstellt. Aber angenehm, lecker. Mal schauen, wie sie sich weiterentwickelt.
Also ich muss sagen, die Würze und das Pfeffrige, das wird auf jeden Fall weniger. Wie gesagt, liebe Anfänger, ich erwähne das nochmal, weil ich ja ziemlich viele Anfängerfragen immer bekomme. Die ersten 5 Minuten, 10 Minuten bitte überstehen, weil jetzt wird sie super lecker. Du bekommst was leicht süßlich-fruchtiges, geht mir so ein bisschen in die Richtung Nummer 511 von Leonel. Die hatte ja auch so einen leicht Früchtetee-Touch gehabt, sage ich jetzt mal. Und hier hast du auch was dezent süßliches, sirupartiges, Früchtetee, Mauam, wenn man so möchte. Ja, lecker. Nicht zu trocken, nicht zu ledrig, nicht zu viel Zedernholz, nicht zu viel Würze jetzt. Ja, lecker. Schöner Abbrand. Rauchvolumen ist eher so im Mittelfeld. Ja, so viel dazu. Also, ganz ehrlich, super Kombination aus allen schönen Leonels. Die Würze von der Rare vielleicht, dieses leicht scharfe von der White, dieses fruchtige von der 511 und auch so ein bisschen was kernig-nussiges, leicht süßliches, so wie die Panama, also die P-Serie. Also ganz ehrlich, das ist jetzt fast so meine Lieblings-Leonel geworden, nach der Asia Rare Limitada Signature Gordo 2018, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß. Ist jetzt schon über ein Jahr her, das Review. Nee, wirklich. Auch für Anfänger, das ist oft so, bitte. Also ich wiederhole mich jetzt da mehrfach, aber bitte die ersten 5 Minuten so ein bisschen, ja, raucht weniger. Also nach 5 bis 10 Minuten, dann, ja, spielt sich das alles ein, auch im Mund. Dann trinkst du ein bisschen nebenher was, vielleicht Kaffee oder so. Und dann irgendwie nach 10 Minuten ist alles schön, schön angenehm geworden. Und hier auch, du hast zwar noch so dieses Grund, dieses Zedernholz, ja, vielleicht dieser Habanos-Seed spielt da eine kleine Rolle. Also alles mit Habanos ist irgendwie geil. Also ja, so dieses Zedernholz, dieses leicht würzige jetzt, dieses hin und wieder, dieses fruchtige, dieses leicht süßliche, nussige. Nicht zu trocken, nicht zu ledrig. Ja, also wenn es jetzt noch ein bisschen cremiger wäre, dann wäre das eine Top-Zigarre. Ja, also richtig top. Mit top meine ich mehr als top. Nee, aber sehr lecker. Von der Standardlinie her sage ich jetzt mal fast meine Lieblings-Leonel jetzt geworden schon. Ja, verbindet im Prinzip alle leckeren Serien, meiner Meinung nach, wie auch immer. Aber jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir noch ein bisschen schöner Abbrand, schöne feste Asche. Ich bin hier leider irgendwo dran gekommen, deswegen ist hier so ein bisschen, ja, nicht so schön, aber schöne feste Asche, auch Volumen ist im Mittelfeld, ist ausreichend. Gegenzug ist gut, ja. Schöner Abbrand, also wirklich leicht fruchtig, so hier und da was Nussiges. Der ein oder andere würde vielleicht auch Nougat sagen oder halt auch leicht schokoladig mit der Nuss so zusammen. Aber das ist so ganz minimal, das kommt nicht so richtig durch, dass ich das auch nicht wirklich euch jetzt dominant präsentieren möchte. Du hast so was leicht süßlich-nussiges, kerniges. Hier und da wieder eben so dieses Zedernholz, so ein bisschen, so ein Hauch Kaffee vielleicht. Sehr leckere Zigarre und jetzt auch sehr mild, also super Zigarre. Also ohne Scheiß. Jetzt von den Standardlinien hier aus diesem Sampler ist das meine Lieblingszigarre geworden. Jetzt auch schon, auch wenn ich so nicht ganz geraucht habe. So, jetzt sind wir bei 2 Stunden, Leute. Haben wir noch 2-3 Zentimeter fast. Sie wird floraler. Die Würze kommt tatsächlich wieder zurück. Ein bisschen Erde kommt. Frucht hier und da so ein bisschen. Meiner Meinung nach eine sehr leckere Zigarre. 5 von 5. Also ist jetzt wirklich, ja, echt ein super Teil. Hat mir persönlich jetzt am besten so geschmeckt. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also bietet schöne Würze, gleichzeitig eben dieses fruchtig-süßliche, dann ein bisschen Nuss, dann wieder ein bisschen Kaffee, ein bisschen Zedernholz, wieder milder. Und ja, zum Schluss eben leicht floral. Und die Würze kommt wieder so ein bisschen zurück. Aber nach 2 Stunden werden viele Zigarren wieder ein bisschen ja, intensiver vom Geschmack her. Hier auch, aber halt nicht so ganz krass. Also wirklich ein schön feiner Blend, aber trotzdem irgendwie von Anfang an lecker gewesen. Vielleicht hat es das Habanos-Deckblatt wirklich rausgerissen.
Jedenfalls, die würde ich auf jeden Fall immer wieder rauchen, ohne darüber nachzudenken. Danke an Markus Netzger von Paul Bugge für den tollen Sampler. Und danke fürs Zusehen. Liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal.